Wir möchten Sie heute in einen Ort führen, der durch zweierlei Aufmerksamkeit erregt. Durch Brot und seit geraumer Zeit durch Spiele. Genauer gesagt durch Fußballspiele. Von wem ist die Rede? Und von seiner Fußballmannschaft, die zwar nicht in der Bundesliga spielt, doch unter den Kleinen zu den ganz Großen zählt. Etwa 10 Kilometer nordwestlich von Wiesbaden leben die meisten Spieler dieser Mannschaft, die mit 22 Spielen ohne Verlustpunkt einen Rekord hält, der in Deutschland einzigartig sein dürfte. Sie bauen ihre Häuser selbst, sie tragen die Post aus und sie backen das Brot, das dem 3000-Seelendorf Wehen zu Hause in Hessen, in Rheinland-Pfalz und sogar in Nordrhein-Westfalen einen guten Namen gemacht hat. So wie der Briefträger Hans Ritter und der Bäcker Edgar Karl gehen auch die übrigen Spieler dieser Kreisklassenmannschaft handwerklichen Berufen nach. Und am Sonntag vereint sie alle das weinrote Trikot des SV Wehen, das bei allen Konkurrenten in der untersten Spielklasse Hessens gefürchtet ist. Seit 8 Monaten gewinnt der SV Wehen jedes Spiel. Auch Kreisklassenvereine brauchen heute einen großen Parkplatz, vor allem wenn sie ihre Zuschauer durch viele Tore verwöhnen. Das allerdings hat sich trotz aller Erfolge in Wehen nicht geändert. Das Waschwasser für die Spieler kommt nach wie vor auf einfachste Weise in den Umkleideraum. In der 40-jährigen Vereinsgeschichte des SV Wehen hat die Mannschaft zum ersten Mal die Chance, den Aufstieg aus der untersten Spielklasse zu schaffen. Diese Spieler trainieren seit 1,5 Jahren regelmäßig. Sie haben in Helmut Fiegen, einen Trainer, der früher Vertragsspieler in Wiesbaden war und der aus begabten Einzelspielern eine harmonische Mannschaft gebildet hat. Es ist schwer zu sagen, welcher Mannschaftsteil der stärkere ist. Die Abwehr, die in nunmehr 22 Spielen erst 8 Gegentore zugelassen hat, mit weißer Armbinde Mittelläufer und Mannschaftskapitän Günther Juncker. Oder der Sturm, der pro Spiel im Durchschnitt mehr als 4 Tore erzielte. Linksaußen Fiox, 20 Jahre alt, ein guter, schneller Techniker. Rechtsaußen Schmidt, der Torschützenkönig, diesmal am linken Flügel. Und an solche Bilder sind die Zuschauer inzwischen gewöhnt. Der SV Wehen stürmt und der Gegner braucht die ganze Mannschaft, um ihn aufzuhalten. So spielen sie also. Harmonisch aufeinander abgestimmt, beschwingt durch den anhaltenden Erfolg, frei von jedem Misston, der den Gleichklang so mancher Fußballelf stört. Nicht für Preußens, für Wehens Gloria. Und so schießen sie ihre Tore, hier im Spiel gegen Schwarz-Weiß Wiesbaden. Freistoß durch Schmidt, Kopfball des halblinken Subotsch, Tor. Wilhelmi, einer der Jüngsten, Flanke vors Tor, 2:0 für den SVW. Nicht nur im Dienst auf schnellen Beinen, Postbote Ritter im Spiel gegen Blau-Gelb Wiesbaden. Hackentrick von Wilhelmi und Subotsch weiß, was Rechtes damit anzufangen. So etwas gefällt auch den beiden Vereinsvorsitzenden Baum und Kraft, denn die Wehner schießen ihre Tore nicht nur zur Sommerszeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Flanke von links, der springt am höchsten. Subotsch, er ist Spezialist für Kopfballtore. Und so kam mancher Gegner unter die Räder. Der FC Nordwiesbaden mit 7:0. Die Sportgemeinde Südwiesbaden mit 9:0. Der SV Niedernhausen mit 6:0. Der FSV 27 Bad Schwalbach mit 8:0. Der TuS Medenbach mit 9:1. Blau-Gelb Wiesbaden mit 5:0. Eine großartige Bilanz.
22 Spiele, 44 zu 0 Punkte. Sage und schreibe 97 zu 8 Tore. Das ist das beste Torverhältnis im Fußball in der Bundesrepublik. Um diese Resultate sind die Spieler des SV Wien zu beneiden. Weniger um die kalte Dusche, die nach jedem Heimspiel auf der in Eigenarbeit errichteten Platzanlage folgt. Aber die Gemeinde hat versprochen zu helfen. Sie baut nicht nur eine Wasserleitung zu dem wunderschönen, aber sehr hochgelegenen Fußballplatz und eine Umkleidekabine. Es gibt sogar schon konkrete Pläne zum Bau einer nach neuesten Erkenntnissen eingerichteten Sporthalle. Dieter Kürten sprach nach einem Spiel mit Bürgermeister Petri. Herr Bürgermeister, es gibt eine Menge Beispiele dafür, dass Städte oder Dörfer durch den Sport prominent geworden sind. Glauben Sie, dass das eines Tages auch für Wien zutreffen wird? Ja, das glaube ich ohne weiteres. Ein Beweis dafür ist ja schon der, dass das zweite deutsche Fernsehen hier einen Film dreht und damit unsere Gemeinde ohne ihn schon populär macht. Werden Sie bei den Zusammenkünften mit Kollegen aus anderen Gemeinden auf die sportlichen Erfolge in Wien angesprochen? Ja, natürlich, sehr oft sogar und insbesondere bei den Zusammenkünften im Hessischen Gemeindetag fragen die Kollegen immer wieder nach den Erfolgen unseres Sportvereins und ich freue mich darüber, dass unser Verein und damit auch unsere Gemeinde im Gespräch bleibt und das freut mich insbesondere deshalb, weil wir uns sehr bemühen, hier Fremdenverkehrsort zu werden und dadurch wird unsere Gemeinde auch durch den Sportverein sehr bekannt. Die Wehener haben sich vorgenommen, bis zum Ende der Saison ohne Niederlage zu bleiben. Auch im Winter trainieren sie deshalb auf dem Dorfplatz beim trüben Licht einiger Straßenlampen. Aufmerksam lauschen sie den Worten ihres Trainers und jeden Sonntag beweisen sie, dass sie auch imstande sind, sie zu beherzigen. Und zwar 3-3 oder 4-4, wie wir gespielt haben. Und dabei ist das Ausschlaggebende, jeder in Bewegung, schnell spielen, genau abspielen und jeder in Stellung laufen. Das ist auch sonntags beim Spiel, das schnelle Spielen, genaue Spielen und das Rotieren dabei.